Ja, Frau Navidi, derzeit wirklich jede Menge Bewegung, gerade was die Geldpolitik anbelangt. Die Schweizerische Nationalbank, die EZB haben ja doch ziemlich überrascht. Jetzt die Sitzung der amerikanischen Notenbank. Können wir irgendwelche Rückschlüsse daraus ziehen, wann die Fed jetzt eine erste Zinserhöhung anpeilt? Ja, frühestens im Sommer. Das kommt jetzt auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung an. Kann auch sein, dass es erst im September passieren wird. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann auch erst im nächsten Jahr. Die Fed hat gesagt, sie wird die internationale Entwicklung mit einbeziehen. Und ich glaube, man kann sagen, die Fed wird im Zweifel sehr vorsichtig agieren. Ich denke, da sprechen Sie einen guten Punkt an. Die internationalen Bedingungen, gerade jetzt auch mit dem Gelddrucken der EZB, kann sich die amerikanische Notenbank es sich überhaupt erlauben, die Zinsen anzuheben? Weil das würde ja tendenziell den Dollar wahrscheinlich noch stärker beflügeln. Ja, das ist eine Sorge, aber die USA sind keine Exportnation. Nur 13% des Bruttoinlandproduktes beruhen auf dem Export. Insofern, aber es macht sich bei den großen international tätigen Konzernen bereits bemerkbar. Und natürlich, was passieren wird, je schlechter die internationale Lage wird, desto mehr Geld wird in den Dollar gehen. Und das wird sich wiederum auch negativ auf die Schwellenländer auswirken. Gucken wir nochmal auf die Entwicklung bei der Europäischen Zentralbank. Dieses massive Programm, Geld zu drucken, Quantitative Easing, dass jetzt also Anleihen gekauft werden. Kann man das europäische Programm mit dem amerikanischen, was wir über Jahre gesehen haben, vergleichen? Nein, also es fällt ganz stark auseinander. Einmal natürlich die Wirtschaftslage. Wir haben hier sehr viel Wachstum, während in Europa gibt es die Stagnation. Hier hat man mit dem Gelddrucken sozusagen vor 6 Jahren angefangen, auch direkt mit einem ganz großen Programm. Also von daher ist nicht ganz ein fairer Vergleich, auch weil natürlich Europa ist viel mehr fragmentiert. Es ist eine viel schwierigere politische Lage auch. Glauben Sie, dass die Politik der EZB jetzt ernsthaft etwas ändern wird an der Lage in der Eurozone? Sie besorgt Zeit, damit die Politik langsam Maßnahmen umsetzt. Aber es ist natürlich, wir sehen jetzt mit Griechenland, es wird zusehends schwieriger. Extreme Parteien gewinnen immer mehr Zulauf. Vielleicht abschließend, Sie haben Griechenland erwähnt, der Wahlausgang. Ist das etwas, was man hier an der Wall Street zur Kenntnis nimmt oder sagt man, Griechenland ist so klein, who cares? Nein, ich glaube, man beobachtet das schon mit Sorge, nicht weil man das nicht verkraften könnte, wenn Griechenland austritt, aber wegen einer Ansteckungsgefahr eventuell. Allerdings muss man auch sagen, es kann eine Abschreckungswirkung haben, denn sollte Griechenland rausfallen, was grundsätzlich verkraftbar sein sollte, also erpressen lassen sollte man sich auch nicht, dann wird Griechenland sich auch sehr schwer tun und das könnte wieder Abschreckungswirkung haben für andere Länder in der Peripherie, die dann sagen, dann bleiben wir doch lieber drin. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch.